Tanks, die ja, die Combo einfach mit den drei Tanks, mit dem Solo Lucio. Und das war sehr aggressiv, was auch, denke ich mal, deren Playstyle einfach wirklich gut steht. Also die sind halt ein aggressives Team, die gerne zusammen spielen. Und dementsprechend denke ich, ja, wie sieht es jetzt hier aus? Scheint alles zu funktionieren? Jawohl, jawohl. Ich krieg Panik. Immer wenn der Escape drückt, ich krieg Panik. Ehrlich, ich habe direkt Angst. Aber es scheint auf jeden Fall echt gut zu laufen. Und ja, währenddessen, also ich weiß nicht, wie Kongana halt darauf antwortet, weil diese Triple Tank Dive ist halt schon schwierig gegen anzukommen, gerade als Ana oder Zenyatta. Die haben da wirklich kein leichtes Spiel dagegen. Ja, und da muss man gucken, ob sie da eben gegen ankommen und ob sie das hinkriegen. Aber jetzt endlich sieht es aus, als ob alles passt, als ob die Teams bereit sind und jetzt auf Horizon Lunar Colony zeigen, was sie drauf haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich hier runterfährt. British Hurricane jetzt als erstes in der Verteidigung und Kungana im Angriff. Von daher, ja, doch. Geht's los oder geht's nicht los? Doch, es sieht so aus, als ob's losgeht. British Hurricane läuft da in die Verteidigungsposition. Und Nash geht da jetzt im letzten Moment nochmal auf die Sombra. War kurz eben auf dem Hamster, den er nicht spielen wird, sondern Sombra wird sein, die hier ordentlich reinhacken soll. Denke ich, ist auch da die richtige Entscheidung. Einfach so die Standard-Kombo, damit man halt ganz klar gegen Kongana da jetzt nichts überstürzt oder sonstiges. Und einfach gegen alles gewappnet ist. Also das ist eine sehr mobile Comp einfach, die da viele Möglichkeiten bietet. Und ich meine, Kip hat es ja schon bewiesen, dass er stark auf Dumpfes ist. Nash ist richtig stark auf der Sombra. Und damit haben sie eine gute Option. Mal schauen aber, wie Kongana da halt einfach angreifen wird. Ja, und die müssen sich jetzt hier natürlich erstmal beweisen. Bringen da Wupp nach vorne mit dem Genji, der ein paar Shurikens reinwirft und erstmal schaut, was wartet da auf sie im Angriff bzw. in der Verteidigung. Und jetzt wird über die rechte Seite erstmal rangegangen. Aber Nash hat das Ganze natürlich im Blick. Der sagt an, wo sie hingehen und dementsprechend wird auch direkt engaged. Oh, eine Riesengranate und Namda kann gerade so die Kills leider nicht mitnehmen. Die sind alle da nochmal rausgekommen und dementsprechend jetzt hier richtig schwierig hier für British Hurricane, denn Kongana ist da schon jetzt vorgebrochen und ist jetzt so in der Nähe des Punktes. Sie können da jetzt natürlich auch direkt die Ana angreifen, können da auf Bock One drauf engagen, aber der bleibt ja erstmal safe, schmeißt sogar ganz gemütlich die Granate auf den Boden und springt einfach runter, als wäre nichts geschehen. Ja, und da kommt auch schon der D-Mac und der Kill auf Kalios und das ist halt wichtig, dass du jetzt eben diesen Angriff einfach abgebrochen kriegst, dass du das entspannt runterspielst. Und British Hurricane hat das auch gut runtergespielt. Sie haben sich da wirklich zurückgezogen, gruppiert und dann sind sie eben draufgehüpft, haben sich die Diva geschnappt, das Ziel ausgesucht und dementsprechend sie zurück in den Spawn geschickt, genauso wie Wupp jetzt gerade noch auf den Genji, der muss jetzt auch erstmal zurück zu seinem Team und Kongana muss sich da was Neues überlegen. Allerdings jetzt schon natürlich das Nanoblade ready, was man einsetzen könnte im nächsten Fight, während British Hurricane auch langsam in Richtung Nano Boost läuft, aber dann natürlich gucken muss, wie sie das Ganze kombinieren. Hier jetzt aber wunderschöner Sleep Dart von Bock One. Richtig stark von Bock One und da kommt das Auseinanderplay. 20 HP, er hat einen Traum und Wupp kriegt ihn sogar echt nicht. Muss sich da zurückziehen. British Hurricane währenddessen divet einfach die Backline von Kongana und kann damit schön gegenhalten. Ja, und so schnell kann das halt gehen, dass du da eben eine wichtige Position verlierst und eine wichtige Ultimate-Kombo auch, die dann gar nicht so erfolgreich war. Und jetzt hat Nash natürlich auch seine MP, genau wie der Rest seines Teams gleich, alles ready haben wird. Also man kann hier jetzt alle Register ziehen, muss aber natürlich auch aufpassen, dass auf der anderen Seite Sinker nicht den MP vorher rausbringt. Ja, so sieht es aus. Und damit auch erstmal der Normalek auf Insomnia Crew, auf den Lucio mit dem Nanobus zusammen. Reicht das für den Kill? Richtig stark kombiniert. Und British Hurricane muss aufpassen, dass sie da nicht zu aggressiv vorangehen. Denn hier, man sieht es, Namdok, der wurde da erwischt. Nash und Kip können das Ruder nochmal rumreißen. Aber trotzdem hier haben sie ihre Ultimates immer noch, können da immer noch jede Menge kombinieren. Mal schauen, wie Kongana sich davon erwischen lässt. Ja, British Hurricane spielt das erstmal entspannt runter. Du sagst schon, sie nutzen nicht zu viele Ults. Das ist halt wichtig, dass sie diesen Vorteil nicht verlieren. Gerade auf dem ersten Punkt, wenn dann irgendwie ein, zwei Leute in der Verteidigung sterben, bist du den so schnell los und wirst so schnell zurück in den Spawn geschickt, dass du dann meistens halt nicht mehr drauflaufen kannst. Und das verhindern sie momentan ganz gut. Gehen da immer einzeln rein, suchen sich die einzelnen Leute raus, die sie picken. Und das klappt bisher. Aber jetzt auf der anderen Seite immer noch die MP ready, die auch direkt rausgeht. Damit jetzt hier alle gehackt, die Soundpaper, aber es ist eine gute Antwort. Kommt direkt raus. Bock One, der Erste, der hier fällt. Und Namdok ist auf der Jagd einfach mal in der Backline. Kann er da wieder mal dem ganzen Team die Stirn bieten. Und die kommen einfach hier an Namdok gar nicht vorbei.
Ja, und der braucht nicht mal seinen Rage dafür. Also der ist wütend, aber nicht ganz so wütend, dass er seinen Rage benötigt, um das gegnerische Team aufzuhalten. Von daher muss man jetzt schauen, wie es für Kongana weitergeht. Die haben aber wieder das Nanoblade. Also die können da jetzt eventuell agieren. Und wenn British Hurricane dann nicht schnell genug rauskommt und ihre Supporter vielleicht früh verliert, dann kann der Fight ganz schnell vorbei sein auf dem ersten Punkt. Aber das müssen sie erstmal schaffen, denn es sind nur noch 30 Sekunden. Ah, und damit hier auf jeden Fall auch Wupp wieder. Möchte diesmal ein bisschen mehr in der Backline aushelfen, aber Namlok ist sauer. Setzt ja auch den Prime Rage hier ein. Kann da aber viele Ult-Prozente gerade abgehen. Also der kriegt da nicht wirklich den Kill hin. Da wird er zu sehr protected. Ein bisschen Zeit konnte er rausspielen. Und damit auch nur noch 15 Sekunden jetzt hier von Kongana. Haben die Ultimates, haben die Combo. Da ist das Nanoplay. Und jetzt geht's richtig rund. Beide Supporter mal eben zerstört. Wupp möchte den Punkt hier an sich nehmen. Ja, und so schnell kann das gehen. Wir haben es vorhin gehört, das Sushi wird geschlitzt und das hat er jetzt auch geschafft. Das heißt, man versucht sich hier jetzt auf den Punkt zu setzen, nimmt auch den ersten Tick schon ein und jetzt wird langsam aber sicher trotzdem von British Hurricane hier ein oder andere Kill rausgebracht und da geht jetzt auch Wupp down und das könnte gefährlich werden. Schaffen sie es überhaupt, den ersten Punkt einzunehmen? Das könnte echt nochmal hier machbar sein für British Hurricane, denn da muss Duplicate unbedingt seinen Prime Rage zünden, aber springt jetzt aus dem Punkt raus, da kommt die EMP und die werden einfach nur durch die Gegend geschubst, von dem Doom, gegen den Doom können sie einfach nicht viel machen und Nash räumt das Feld hier auf, Kongana schafft es nicht mal den ersten Punkt einzunehmen. Und das ist halt bitter, wenn du es nicht schaffst, den ersten Punkt einzunehmen. Ich meine, sie hatten gute Versuche, gerade jetzt am Ende, wo sie wirklich beide Supporter rausbekommen haben. Reicht das aber nicht gegen den Doomfist und gegen den wilden Affen, der da auf dem Punkt rumspringt und dafür sorgt, dass der eben möglichst lange im Besitz der, ja, hoch am Himmel schwebenden Flugzeuge gerade bleibt. Und das ist halt jetzt bitter, denn Kongana muss sich jetzt was überlegen. Wie halten sie diesen ersten Punkt? Wie halten sie besser als 51,9%, was halt echt nicht so viel ist an der Stelle und was jetzt ganz schön gefährlich ausgehen könnte? Dann würde Hurricane, wir haben es gerade gesehen, die gehen einfach koordiniert vor, suchen sich ihre Opfer raus und dann eliminieren sie das gegnerische Team nach und nach. Und wenn Kongana jetzt eben jemanden verliert, dann tut es halt doppelt weh, weil der einen extrem langen Laufweg hat. So sieht's aus und damit jetzt hier, wie wir schon von British Hurricane halt gewohnt sind, werden sie es wahrscheinlich halt koordinierter einfach spielen. Bei Kongana sah das halt so aus, dass sie halt sich jedes Mal gesplittet haben in zwei Teile. In den vorderen Bereich, wo die Tanks waren und in den hinteren Bereich, wo die Supports waren. Und das hat dann halt einfach dazwischen so eine riesen Lücke gebildet, die jedes Mal British Hurricane vor allem Numlocked wunderbar ausnutzen konnte. Konnte jedes Mal da direkt reinspringen und war direkt vor den Supportern und dementsprechend konnte Kongana einfach nicht nachziehen mit den Supportern. Konnte der die Frontline nicht healen und ja, hatten einfach so viel Druck in der Backline, dass sie einfach es niemals wirklich geschafft haben, auch bis zum Punkt vorzudrängen. British Hurricane hat das also sehr sauber runtergespielt und natürlich ist jetzt die Frage, wie machen sie es halt besser? Ja, und sie müssen es besser machen, denn wir wissen das, sie müssen halt jetzt durchpushen, aber das kann halt auch wirklich ganz schnell gehen, wenn man halt früh die Picks findet und Kongana, die positionieren sich hier schön auf dem Highground mit der Orisa, müssen dann jetzt natürlich mit der Menge Damage, die sie am Start haben, mit der Widow, mit dem Junkrat und natürlich auch letztendlich mit der Diva und der Orisa möglichst viel raushauen, damit sie eben British Hurricane früh entfernen, die rollen aber erstmal mit dem Hamster direkt zum Punkt. Ja, möchte nämlich den Fokus hier auf den Hamster lenken, damit sie da einfach eine freie Bahn haben. Kallius verliert ja sogar seinen Mech. Das könnte jetzt richtig ärgerlich sein. Brock One setzt auch an, geht da direkt zum Punkt. Dann haben sie jetzt schon 3, 4 tot. Einfach das ganze Feld mal ebenso weggeräumt. Richtig stark. British Hurricane. Einfach nur, wer da kurz geblinzelt hat, hat die ganze Action verpasst. Räumen den Punkt auf und nehmen sich Map Nummer 2. Ja, so schnell kann das am Ende gehen, ne? Also wenn du die richtige Taktik hast und weißt, wie du da angreifen kannst, dann ist es halt ganz schnell vorüber, vor allem wenn der Gegner nur 50% eingenommen hat. Hier nochmal wunderschönes Play of the Game von Numlock, der dann natürlich ordentlich Stress gemacht hat mit dem Affen und da jede Menge weggebrutzelt hat. Einfach 3 Leute direkt angegangen und zusammen mit Nash dann weggeholt. Hier noch den gegnerischen Winston mitgenommen. So kann man das machen als Affe, oder? Ja, das muss ich sagen, gefällt mir schon ganz gut. Ist fast so gut, wie ich im Ranked Cup. Nein, natürlich nicht. Aber es war auf jeden Fall echt schon, ja, wie gesagt, sehr, sehr gut. Hat man es, glaube ich, auch gemerkt. So diese Lücke halt einfach, ne? Der springt da einfach direkt vor der Backline, vor den 3 Leuten. Und dann wird er noch so supported, dass halt da die noch alle abräumen kann, ne? Also, das ist halt wirklich, wirklich stark, wie sie um ihre Münzen da herumgespielt haben. Wenn auf der anderen Seite es man halt da einfach nicht geschafft hat, so den Dive zu setzen, nicht geschafft hat, an die andere ranzukommen, weil die da halt auch sehr gut protected worden ist. Also, British Hurricane weiß ganz genau, wie sie ihre Ressourcen einzusetzen haben, wann sie vorne spielen müssen, wann sie halt in der Backline stehen müssen. Und ja, dementsprechend ist es halt
gerade für sie sehr, sehr schwierig. Aber sie haben den Support, sie haben jede Menge Fans hinter sich und sie haben auch immer noch die Kraft zurückzukommen. Kallios spielt halt natürlich mit einem insane Ping von 280, aber da muss er jetzt durch. Da gibt es leider keinen Weg drumherum. Und mal gucken, ob es dann halt auf der nächsten Map auf Route 66 ein bisschen besser läuft. Ja, ich meine, was willst du auch machen, ne? Wenn du gerade woanders wohnst, so in Korea oder ähnliches, dann bei so einem Turnier mitspielst, was nun mal in Europa spielt, dann ist es halt sehr, sehr schwer, da mitzuhalten wahrscheinlich an der Stelle. Und man hat es ja auch gesehen, er war oft als erstes, die Diva, die als erstes down gegangen ist. Ob das jetzt am Ping lag oder nicht, sei mal dahingestellt, das kann man natürlich immer nicht ganz so einfach beobachten. Aber prinzipiell bin ich mal gespannt, wie Kungana sich hier weiterschlagen wird. Wir gehen jetzt auf Route 66. Der Verlierer darf sich natürlich immer die nächste Map aussuchen. Vielleicht haben sie da jetzt die ein oder andere Taktik im Gepäck, mit denen sie British Hurricane überraschen können. Aber die können das Ding jetzt auch schon sicher machen, denn es steht 2-0. Das heißt, eine Map brauchen sie noch, dann haben sie auf jeden Fall schon mal gewonnen. Damit haben sie auf jeden Fall dann auch, glaube ich, schon einen sehr sicheren Fuß einfach Richtung Playoffs. Also damit zwei Wins, oder wie viel sie haben, das ist schon eine gute Vorlage. Also, kann man machen, ja. Da kann man mal machen. Damit lässt sich auf jeden Fall einfacher leben. Und ich denke auch einfach, dass halt kein Team zurzeit die Antwort hat auf deren Playstyle. So. Dass sie halt einfach wirklich da sehr, sehr flexibel sind und man noch nicht weiß, was ist denn die Schwachstelle von British Hurricane. Es kommt nämlich echt so rüber, als wüssten sie einfach auf alles eine Antwort. Und wenn du halt da keine Schwächen zeigst, ja, wie will man da am besten vorgehen? Das ist halt echt richtig, richtig schwierig. By the way, also auf dem Payload, ne, wenn jemand mal so eine Brechstange hat, ich helfe gerne. Ich hätte gerne diesen Echo-Charakter. Ne? Ich meine, Ash ist cool und sowas, okay? Bob ist auch richtig eine coole Socke. Aber Echo, die sah schon interessant aus. Ist halt spannend, was es dann für ein Charakter wird. Ob es jetzt Support wird. Also prinzipiell sieht es halt aus wie so ein Supporter, ne? Aber die Frage ist halt, ob es das auch am Ende sein wird. Aber ich muss sagen, ich würde ja lieber hier mit McCree und Ash eine Runde Kaffee trinken oder so. Weißt du, ich trinke zwar normalerweise keinen Kaffee, aber dafür würde ich das machen. Einfach hier schön auf Route 66 dem explodierenden Zug zu gucken, mit den beiden Kaffee schlürfen, Kuchen essen. Das wäre schön. Aber was auch schön ist, ist der Start auf die Map. Und das haben wir jetzt nämlich auch schon. Kungana hier als erstes im Angriff und British Hurricane in der Verteidigung. Und hier wird sich auch schon ordentlich behackt. Ah, natürlich direkt den Soldier hier von dem Highgun vertrieben. Und damit sieht man auch wieder von Kungana wohl dieses Flying Ghost. Also damit haben sie noch diese Area als den DPS, die Brigitte mit dazu, haben also jede Menge Peel, aber immer noch diese Winston-Diva-Kombo, die so verheerend ist. Und gehen aber auch direkt auf den Highgun drauf und möchten natürlich ihr Bestes geben, aber Jofi der Erste mit dem Kill. British Hurricane scheint wieder im vollen Glanze und kann den Fight direkt verpuffen lassen. Ja, ich glaube, Jofi, der hört gerade ein bisschen Metal, ne? Der ist sauer, der Junge, und macht ordentlich Kills. Genau wie Nash hier ordentlich mit Bock One zusammen. Die räumen auf die Jungs und schicken Kungana da zurück in den Spawn und lassen da auch gar keinen weiteren Meter zu. Trotzdem hier natürlich gut runtergespielt von ihrer Seite. Und die ersten Prozente sind da gut hochgelaufen bei ihren Ultimates, die sie bald schon bereit haben. Aber auf der anderen Seite Moore auch schon mit 90% zu seiner Transzendenz. Also die wird er im nächsten Fight wahrscheinlich einsetzen können. Und das kann seinem Team natürlich den Arsch machen. Ja, das kann da definitiv helfen und müssen natürlich schauen, oh, dass sie halt da vorher nicht zu weit reingehen. Duplicate, das war halt wirklich einfach zu aggressiv. Komplett in die Diva reingelaufen und damit natürlich jetzt nicht freie Bahn, kann einfach nur durchschießen. Wenn die Diva halt fehlt, dann sollte das ja auch gar kein Problem sein. Und ja, also Hurricane wieder mit ihrem sauberen Play nutzen da auch nicht viel, um den Fight zu gewinnen. Ja, und das ist halt dann dieser Riesenvorteil, den sie einfach haben. Diesen Ult-Vorteil, den sie wirklich nutzen, dadurch, dass sie halt wirklich nur eine Ultimate zur Verteidigung brauchen. Und Jofi ist auch schon wieder bereit mit seiner Soundbarriere, also alles kein Ding für sie. Wenn Kungana gerade noch Probleme hat und natürlich auch erstmal ihre Ultimates einsammeln muss. Gerade der Graf, aber demnächst ready und könnte da vielleicht zum Sieg führen. Könnte da definitiv helfen. Nomlock auch wieder der Erste, der hier down ist und damit wieder der Vorteil mal wieder für Kungana. Geben da Vollgas, versuchen nach vorne zu gehen, aber die Transzendenz macht ihn dann einen Strich durch die Rechnung. Self-Destruct mitten oben drauf auf dem Haus. Da kommt auch der Dive. Duplicate möchte jetzt hier die Kills an sich nehmen, aber da eine gewaltige Grab sind jede Menge Leute drin. Die Bombe holt zwar nochmal zwei und ja, da ist jemand auf der Payload. Ja, da wird weiter contestet. Na, Huffycool sagt, hier schiebt ihr nicht weiter, Leute. Ihr müsst euch erstmal zurückziehen. Und dann gucken wir mal, wo ihr mit dem Ding hinfahrt. Aber zum Ziel auf jeden Fall erstmal nicht. Und das gibt British Hurricane jetzt natürlich ein bisschen Zeit. Die konnten sich jetzt hier zusammen gruppieren und können jetzt vielleicht nochmal draufspringen auf den Punkt und dafür sorgen, dass dieser Fight halt für Kungana auf dem ersten Punkt noch lange nicht vorbei ist. So ist es. Und damit jetzt hier
auf der Rally mitten auf dem Punkt. Natürlich die extra Armor lässt man sich nicht entgehen. Bitte schön, Kinder, aber stimmt voran. Möchte da gegenhalten mit der Sound Barrier. Möchten sie den Fight engagen, aber man kann auch antworten. Harvey Code ist da mitten auf der Payload drauf. Versucht sein bestes Kippen vorne, aber die ersten, die erfallen. Und damit kann Nash wohl wahrscheinlich auch nicht so viel machen. Vor allem nicht, wenn ein Diva in seinem Gesicht ist. Ja, der fliegt da erstmal ein bisschen und auch Soldier kann natürlich viel umherfliegen, wenn er darum gekickt wird, aber der Fight ist dann wohl gewonnen und Kungana holt sich den ersten Punkt und sorgt dafür, dass sie zumindest die ersten Meter überstanden haben, während British Hurricane sich hier nochmal so ein bisschen umorientiert. Yofi jetzt auf der Mercy, also der soll jetzt ordentlich was wegheilen und natürlich auch vielleicht ein bisschen Schaden boosten. Und Nash muss jetzt mit dem Hanzo natürlich zeigen, was er drauf hat. Gerade hat es noch nicht so gut funktioniert, aber gerade mit Kip jetzt der Mercy könnte das interessant werden für British Hurricane. So sieht's aus. Und natürlich auch Kip gerade gegen diese Dive Tanks. Er ist halt sehr schwer angehbar und gerade ne, bei drei Tanks und der Brigitte, er wird halt wahrscheinlich immer eine Rakete treffen. Und das heißt, sehr schnell wird er seine Ultimate bekommen. Mit der Ultimate dann kann man, egal welchen Tank, von den dreien, langst die Diva ist mit voller Defense Matrix, kannst du die eigentlich ohne Probleme holen. Kungana jetzt aber direkt mit einer 3-Mann-Griff gehen die da an den Start und sichern sich hier erstmal die nächsten Meter. Ja, und das müssen sie auch, denn sie wissen natürlich, sie haben eine Menge Zeit verloren einfach auf dem ersten Punkt. Die Diva-Bomb geht nach oben, landet aber leider oben drauf und kann da nichts holen. Und Nash findet hier auch direkt Kalios, das heißt, der fehlt beim gegnerischen Team schon mal. Und Farah kann hier im letzten Moment von Yofi auch noch gerettet werden. Das ist halt wichtig, dass die da einfach in der Luft rumschwebt, während in der Backline ein wilder Affe rumrät. Sag mal, was ist denn da los? Ah, der Duplicate mal wieder, hat da irgendwas gesucht. Ich weiß nicht, vielleicht hat ihm mir der Bokwan die Banane geklaut oder sonstiges, weil der war richtig, richtig wütend. Aber Bokwan lacht sich darüber nur kaputt, sagt Dankeschön für den Ultcharge und hat gleich wieder eine Trance. Ja, so schnell kann das gehen und so hat man jetzt natürlich auch den Angriff von Kungana komplett abgewehrt, die hier komplett zurück in den Spawn geschickt werden, aber Kalios war kurz auf der Widow, ist jetzt auf dem Bastion, ich bin mir nicht sicher, ob er den jetzt auch so spielen möchte, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen umgeswitcht, also sie sind sich ein bisschen unsicher und verlieren natürlich dadurch jetzt aber auch so ein bisschen Zeit, aber jetzt kommt der komplette Switch, Sinker auf der Widow, soll natürlich schön die Fahrer unter Druck setzen, während Wupp auf den Genji gegangen ist und Moore sitzt auf der Ana. So, und jetzt muss man schauen, wie macht man das, wie geht man da noch voran. Sie haben nicht allzu viel Zeit, können jetzt nicht die krassen Ultimates aufbauen, aber geben trotzdem ihr Bestes. Und der Drache kommt auch jetzt schon raus mit der Rocket Pusher noch. Der arme Kalios aber auch, der hat schon so ein Hyping und jetzt noch zwei Ultimates im Gesicht. Nicht der beste Takt, den er erwischt hat. Und oh, Sinker, ich glaube, der ist gerade echt zu Boden einfach mal gefallen. Ja, gesunken könnte man fast sagen bei ihm, wa? Im Endeffekt jetzt aber wieder abgewehrt das Ganze. Eine Minute noch auf der Uhr für Kungana, die natürlich immer noch den zweiten Punkt erreichen müssen und dafür momentan keine Ultimates haben, weil sie einfach diesen Switch bringen mussten auf verschiedene Charakter. Und das ist natürlich bitter. Du musst jetzt irgendwie schauen, da anzugehen, während British Hurricane auf 3 bereits sitzt und diese natürlich auch einsetzen kann jederzeit. Und man sieht auch schon wieder Duplicate, der da irgendwie versucht rauszukommen aus diesem Haus, aber... Ja, der schafft es einfach nicht. Der schafft es einfach nicht, da Druck aufzubauen. Whoop ist auch jetzt schon wieder down. Das heißt, bitte schön, weiterhin im immensen Vorteil. Ganz klar, lassen da nichts anbrennen. Und da auch, die Ana wird angegangen. Wird wahrscheinlich fallen, wenn Namlok jetzt nochmal ganz kurz nachladen könnte. Oh, ne, da ist er sauer. Alles klar, Moor, komm mal her. Wie schmeckt dir meine Faust? Und boop, da ist der Kill. Hurricane wieder bleibt standhaft. Und damit sind doch die letzten Sekunden. Die letzten 20 Sekunden hier für Kungana, die leider noch kein Blade haben, aber mein Moor hat den Boost ready. Also wenn sie sich jetzt beeilen und wenn sie da versuchen durchzukommen, dann könnte das noch was werden. Einfach wird es aber auf jeden Fall nicht und hoffentlich schaffen sie es überhaupt noch drauf, denn sie müssen sich jetzt beeilen, nur noch 2 Sekunden Zeit. Doch, sie schaffen es gerade noch so, die Overtime zu triggern. Jetzt nochmal versuchen sie es mit den Wins, mit dem Nanobus. Duplicate kann Vollgas geben, aber nein, kann er nicht, denn die Rocket Push hat einfach doppelt so viel wehgetan. Harvey Cool auch immer noch auf dem Highground. Spielen da sehr schnell um den Highground ganze Zeit herum. Die Bombe noch mehr mit dazu. Einfach damit der die bloß keinen Spaß hat. Wow, was eine Pulsbombe aber nochmal von Zinker. Der hat jetzt mal hier eine ordentliche Bombe versenkt. Richtig stark. Bekommt damit 2 Kills. Und damit auch, vielleicht ist der Traum von Kungana noch immer noch am Leben. Denn die Leute kommen zurück. Sie geben ihr Bestes, aber Kip in der Luft, der ist halt einfach gerade unschlagbar. Ja, der kann da halt frei agieren und seine Raketen auf den Payload schieben. Trotzdem, Duplicate sitzt da wunderschön drauf und wartet auf den Rest des Teams. Und sie können sich Nash auch holen. Das heißt, vielleicht ist der Traum für sie noch nicht zu Ende geträumt. Wer weiß, was hier noch alles passiert. Hafikor wieder mitten auf der Payload versucht sein Bestes. Aber da auch diese dumme Kugel. Jedes Mal versucht man da drauf zu schießen. Und da rollt einfach nur wild hin und her. Nimmt man sich halt den Lucio. Der sieht genauso aus. Und damit kann man den jetzt hier abräumen. Der die ganze Zeit links und rechts. Das Mafikor, die schwindelig wird danach. Ey. Meine Güte.
Ja, da muss man halt mal zur Seite gucken mehrmals, bis man die Kugel da wegräumt. Aber am Ende reicht es. Sie schaffen es nicht, die Kunganer, den zweiten Punkt zu erreichen. Aber noch ist der Traum ja noch nicht vorbei. Sie können das Ganze ja hier noch erreichen. Sie können British Hurricane einfach direkt vor dem ersten Punkt aufhalten, wenn sie da vielleicht eine spannende Taktik an den Start bringen. Aber British Hurricane zeigt sich hier halt dominant. Sie bringen halt die Anpassungen, die nötig sind. Also man hat es halt gesehen, auf dem ersten Punkt noch ganz anders gespielt, auf dem zweiten dann natürlich mit Farah und Mercy in der Luft gewesen, gesehen. Kungana kann das momentan nicht kontern oder will das nicht kontern, weil sie eben ihre Sachen durchspielen wollen. Und ich glaube, da sitzt Asher auch nicht drin. Also ich glaube, unser Spectator sucht sie gerade, aber Asher auf Toilette? Nee, das nicht heute, oder? Bauen wir jetzt nicht unbedingt. Wir lassen ja natürlich schön ihre Zeit da am PTR, ne? Damit da auch alles schön und sauber bleibt, damit dann keine Bugs oder sowas rumkommen. Und der natürlich, der Bob, der muss ja noch fleißig trainieren, ne? Ich meine, der muss sich hier eine Aufgabe stellen, in so ein Spiel reinzukommen als Ultimate und sich mit Winston, Brigitte, Doomfist, Sombra, Diva, alle möglichen Heroes, die einfach so nur ihn sehen. Da steht ein Roboter immer in der Backline und der wird dann sowas von angegangen. Also da muss man auf jeden Fall noch ein paar Mal auf die Bank und was drücken. Das auf jeden Fall. Naja, Kungana jetzt hier in der Defensive, auch wenn natürlich das Overlay immer noch nicht ganz passt. Also lasst euch nicht verwirren. Kungana verteidigt hier in Rot jetzt und British Hurricane wird als blaues Team quasi das Ganze angreifen. Und Kungana versucht hier jetzt Niki vorne zu agieren. Du, und ich glaube, die wollen hier aggressiv gleich draufspringen. Möchten da direkt am Anfang halten, um sich da ein bisschen Zeit zu sichern. Und ja, das kann gut laufen, kann aber auch komplett gewaltig in die Hose gehen. Vor allem, wenn da eine Farah auf der anderen Seite ist. Hafikul gibt sein Bestes und bekommt auch jetzt schon wieder Duplicate, der da einfach weiterhin zu aggressiv spielt. Kalios wird angegangen und damit hat er auch gar keine Chance. Und ja, Hurricane wieder mal mit der perfekten Antwort. Also, Double Projectile is the way to go. Ja, und Kip trifft halt seine Raketen auch, muss man einfach sagen. Und das ist halt jetzt der große Nachteil einfach für Kungana, die da nicht so richtig die Antwort drauf finden. Jetzt mit Zinke auf der Widow natürlich das Ganze kontern wollen. Und Kalios sitzt wieder auf der Diva, während Wupp auf die Tracer gegangen ist. Also sie fassen das Ganze jetzt ein bisschen anders an. Ich hoffe nur, dass Zinke jetzt auch die Headshots findet, weil ansonsten wird es hier sehr, sehr schwer, British Hurricane, die echt on fire sind, gerade aufzuhalten. So sieht's aus und damit jetzt ja auch von Kunganas Seite Zinka mit der Widowmaker. Wenn er den Shot landen kann, dann haben sie gute Optionen, dann haben sie da echt die Chance einfach mal. Und Numlocked ist da der erste, der hier down geht. Richtig schön mit dem Discord gearbeitet, die Shots gelandet und jetzt, ja, die Payload, da muss man jetzt drauf, da muss man jetzt fighten. Währenddessen halt Kip und Nash einfach wieder ihr Unwesen treiben und einfach alle auseinanderreißen. Richtig stark, wie die bei einem Duo hier funktionieren und damit auch gnadenlos einfach mal die Widowmaker umholten. Wieso denn auch nicht? Ja, so schnell kann das gehen, dass die einfach weggeholt wird von der Ultimate von Farah, obwohl das ja eigentlich der Counter ist. Aber wenn dann so ein paar Raketen in dein Gesicht fliegen, dann kannst du nicht mehr so viel machen auf die Entfernung. Rupp geht hier jetzt noch spät down mit der Tracer, das ist natürlich bitter. Aber der erste Punkt wurde erreicht und man hat jetzt natürlich noch 5 Minuten Zeit, um die restlichen Meter zu schieben bis zum nächsten Punkt. Beziehungsweise man braucht ja nicht mehr ganz bis zum Punkt, von daher hat man hier natürlich jetzt einen großen Vorteil. Aber trotzdem, Moore wieder ready mit der Transzendenz. Duplicate hat gleich sein OH ready, mit dem man ein bisschen das Team auseinanderwerfen kann. Aber auch auf der anderen Seite Yofi und Hafikul sind bereit mit ihren Ultimates und Bog One ist jetzt auch ready. Das heißt, man hat auf jeden Fall eine Menge hier. Ja, jede Menge und damit auch Duplicate wieder. Jumpt einfach rein in die Backline, ohne irgendwie groß drüber nachzudenken. Transzendenz direkt als Antwort und ja, Hurricane, damit jetzt ist die Frage, wie gehen sie das an? Wie gehen sie da vor? Yofi ist in einer ziemlich guten Lage einfach da oben auf dem Highground. Von da oben kann er sehr schön sein ganzes Team heilen. Und oder Rest, der könnte gefährlich sein. Jawohl, wird auch direkt bestraft. Trotzdem natürlich schön gefokust von Kungana auf Numlock, der da früh down gegangen ist, so natürlich früh gefehlt hat. Und gerade die Bubble, wenn du die als Winston nicht verteilen kannst an dein Team, dann ist es sehr, sehr schwer, da einfach zu agieren. Soundbarriere geht da nochmal raus für die Defensive und ja, der Fight ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Der ist sowas von noch nicht vorbei. Numlock nämlich hat seine Augen ja auf den Lucio gesetzt und der ist noch an der Payload am Contesten. Der arme Insomniac wird doch jetzt hier fallen und damit gehen sie weiter nach vorne, gehen weiter aggressiv. Möchten die Map hier und jetzt beenden und das sieht auch verdammt gut danach aus. Ja, sie können da am Ende einfach durchschieben und ich glaube, dieser Rest einfach auf Numlock, der da noch rauskam, obwohl Mercy gestorben ist, das war einfach ein großer Vorteil für sie, weil sie so ständig die Supporter unter Druck setzen konnten von Kungana und jetzt muss natürlich geschaut werden, wie man da noch gut agiert. Man muss jetzt auf den Punkt springen, denn letztendlich bringt das nicht. Es ist 12 Uhr, aber noch nichts gefunden, würde ich sagen.
Noch nicht so wirklich, aber doch. Nee, Sneaker Sound und hart, wie cool mit dem Triple Kill. Quadra Kill wirklich. Einfach mal so die Bombe dieses Turniers geworfen und gesichert. Einfach mal hier die Map. Route 66 gehört British Hurricane. Und damit auch der Sieg für British Hurricane hier, das 3:0. Natürlich wird die vierte Map noch ausgespielt, aber Kungana kann da nicht mehr viel machen. Also sie können sich natürlich diesen einen Map-Point noch holen, der wichtig sein könnte. Aber prinzipiell British Hurricane hier super dominant einfach unterwegs. Bringt halt wichtige Anpassungen und hier sieht man mal noch die Diva-Bomb zusammen mit der EMP. Die ist perfekt reingeflogen einfach. Ja, sehr, sehr schön gespielt von Happy Cool. Der weiß auf jeden Fall, wo er die Bomben platzieren muss. Das hat der fleißig trainiert, das sieht man und damit ja auch verdient einfach mal diesen Fight gewonnen. Und ja, der Sieg ist schon bei denen in der Tasche. Wie gesagt, die letzte Map wird dann noch eben gespielt. Also wirklich, wirklich, wirklich Respekt. Ich denke, das größte Problem bei Kungana ist halt wirklich, dass sie da halt einfach zu unkoordiniert sind. Und gerade so, wie, wenn du so gegen so ein Team wie British Hurricane halt dran musst, die halt komplett super zusammenspielen, die genau wissen, wann können sie aggressiv gehen, wann müssen sie wieder zurückziehen, ist es, glaube ich, für sie einfach richtig schwer, weil jedes Mal sich diese Lücken bilden, die dann einfach gnadenlos ausgenutzt werden vom Dive von British Hurricane und damit halt gewinnen sie da die Maps mit. Also richtig schöne Ult-Kombos, schöne Dives einfach, sehr schöner Fokus. Kungana eher ein bisschen alles mager. Haben ein paar starke individuelle Spieler, das sieht man. Man merkt halt wirklich, dass da Moor gerade auf dem Zeta echt da ein paar Dinger raushaut jedes Mal und damit halt sein Bestes halt gibt für sein Team, aber wie gesagt, die individuelle Performance ist natürlich schön und gut, ist stark, wenn man das kann, aber Teamplay ist das A und O und das hat definitiv Hurricane einfach mehr. Ja, und man merkt auch bei Duplicate, dass er oft einfach viel zu weit vorne ist und dadurch natürlich dafür sorgt, dass er auch früher im Kampf fehlt, weil er eben dann hart angegangen wird von British Hurricane, die da wirklich zusammenarbeiten. Du sagst, es ist dieses Teamplay, was dann einfach am Ende fehlt auf Seiten von Kungana, aber auch dieses schnelle Anpassen. Ich habe das Gefühl, sie diskutieren oft, wie sie eine Sache kontern sollen. Während bei British Hurricane das Ganze einfach so läuft, okay, sie sehen es, verlieren vielleicht einen Fight, verlieren vielleicht noch einen zweiten, wenn es lange dauert, und dann haben sie halt ihre Comp wirklich auf den Gegner angepasst. Und diese Anpassung, die fehlt mir bei Kungana momentan komplett. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ob das vielleicht einfach daran liegt, dass sie noch nicht so eingespielt sind, dass sie vielleicht einfach überfordert sind, dass der Ping natürlich mit reinspielt. Also es sind wahrscheinlich viele Faktoren, aber es ist halt schade einfach, weil ja, für British Hurricane sieht das gerade so ein bisschen aus wie so ein Trainingsgame, wo sie einfach die Sachen runterspielen können, die von ihnen erwartet werden gegen gewisse Kombos und das war's dann, wenn Kungana halt nicht antworten kann, ne? So ist es und ich glaube auch wirklich, dass sie da halt echt mit zu kämpfen haben einfach. Also jedes Mal diese Antworten, die sind halt einfach genau richtig und British Hurricane weiß, um alles irgendwie drumherum zu spielen. Ist halt die Frage auch, wer da das Shotgun übernimmt. Das würde mich auch persönlich interessieren, einfach mal, weil dann könnte man vielleicht sagen, okay, es ist vielleicht der Yofi, der jetzt neu dazugekommen ist, der ist bekannt dafür, dass er da sehr vocal ist. Vielleicht den rausnehmen. Vielleicht halt wirklich dann knallhart einfach nur den Shotcaller versuchen rauszunehmen, damit sie halt nicht mehr so koordiniert jedes Mal die Pushes angehen. Ja, aber vielleicht sieht das Ganze jetzt anders aus für Kungana, denn die letzte Map, die wir in diesem Matchup sehen werden, ist Numbani. Und wir haben British Hurricane vorhin schon mal Numbani spielen sehen und da haben sie tatsächlich die Map abgegeben. Also vielleicht ist das ein gutes Zeichen für Kungana und die haben gesagt, okay, dann machen wir das genauso und holen jetzt vielleicht den Torbjörn raus in der Verteidigung. Aber erstmal müssen sie natürlich angreifen und müssen zeigen, was in ihnen steckt, denn British Hurricane wird das Ganze hier natürlich wieder gut machen wollen und nicht wieder abgeben wollen, denke ich mal. Ja gut, abgeben, teilen will ja sowieso keiner so wirklich gerne. Und damit sich, ich weiß nicht, was los ist. Hat Nash irgendwelche Probleme oder sonstiges? Er sagt, fix mal, please. Entweder trollt er mich oder keine Ahnung. Ich glaube, der trollt mich wieder. Er ist einfach ein Frechdachs. Absoluter Frechdachs, ehrlich. Und ja, British Hurricane wieder mal mit der Soldier-Strategie. Ich denke, das ist ganz gut. Das haben sie auch bei Containers gezeigt. Also, sie setzen Nash gerne auf den Soldier. Einfach, damit er da sicher stehen kann. Und du hast halt das Healing-Feld noch drum herum. Ne? Also, du hast da wirklich dann so eine schöne Option, den Highground auch wirklich konstant zu halten, da niemanden rankommen zu lassen, mit so einer Brigitte noch mit dazu. Das ist dann schon ein Gaumenschmaß für so einen Soldier, da drum herum zu spielen. Ja, und Nash kann das halt auch. Wir haben es ja vorhin schon gesehen, wie viel Schaden der da einfach rausballert und wie schnell er da sein Tech-Weiser einfach bereit bekommt. Und da muss Kungana jetzt natürlich eine Antwort finden, die jetzt hier scheinbar mit einer Orisa, Diva und einem McQueen laufen und natürlich auch die Brigitte und den Zenyatta dabei haben. Was sagst du denn dazu? Interessant einfach mal. Wollen natürlich dann über den Highground mit dem Schild arbeiten, damit der McQueen auf die andere Seite schießen kann.
und haben halt die Brigitte Zenyatta-Kombo gegen die Tanks. Wenn die irgendwie zu close kommen, kann man die sehr schön wirklich einfach nur one-shotten, förmlich. Deshalb muss jetzt Namek richtig vorsichtig spielen. Er muss da hochspringen und muss da halt direkt so schnell wie es geht wieder runterdroppen. Wird natürlich dann gezogen und ist damit down. Ja, und damit hat die Taktik ja auch perfekt funktioniert, aber Wub geht auch down. Das heißt, die Brigitte fehlt. Bock One muss da jetzt aber aufpassen und da kommt ein wunderschöner Boob einfach raus. Das heißt, Jovi hat sich Sinker geholt und Hafenpool konnte sich Kalios mitnehmen. Also ich würde sagen, da haben sie im letzten Moment nochmal verteilt. Im letzten Moment haben sie es dann doch nochmal geschafft und damit müssen sie jetzt gucken, wie gehen sie die Sache jetzt hier weiter an. Kip, der hat auf jeden Fall Blut gelegt, der geht da einfach mal mit dem lieben Nisch da hinter den Schild und schmiert mal eben alle einfach alle um. Oh, so schnell kann das gehen, dann wirst du halt nochmal zurück zum Spawn geschickt. Kungana, die müssen sich jetzt nochmal überlegen, ob sie das Ganze wieder so angehen, aber es sieht fast so aus, also die werden erstmal nicht switchen. Und ich sag mal, gerade auf Namlock hat das halt super funktioniert, was du erklärt hast, in dem Moment wurde es quasi auch schon umgesetzt. Und wenn sie das nochmal so umsetzen können und dann vielleicht noch den Follow-Up-Pick finden, dann kann das halt der große Vorteil sein, um den ersten Punkt einzunehmen. Aber sie platzieren sich natürlich erstmal, versuchen hier natürlich Namlock direkt wieder unter Druck zu setzen und engagen. Geben ihr Bestes, aber da natürlich haben sie jetzt richtig Probleme gegen Kip, denn der rastet einfach aus und kann ja einfach nur was sowas von reinkloppen. Sehr schön mit der Nanobus auch gearbeitet und dementsprechend Kungana wieder zurück im Spawn. Ja, vor allem auch Namlok gerade hinter den Gegnern gestanden, konnten sich dadurch nicht mal zurückziehen, weil der Affe einfach so breit ist wie der ganze Gang. Manche sind so breit wie die Tür, aber der Affe halt wie der Gang und dementsprechend waren die so ein bisschen gefangen hinter diesem Nano-Boosted Winston und auf der anderen Seite halt Kip, der da einfach sie verdroschen hat mit dem Pflegel. Ja, und das sieht bisher noch nicht ganz so gut aus. 2 Minuten auch auf der Uhr und die ersten Ultimates kommen jetzt für Kungana auch ready. Das heißt, vielleicht kann man da jetzt besser engagen, aber British Hurricane hat auch noch einiges mitzureden und hat vor allem auch wieder einige Ultimates eingesammelt, die sie da einsetzen wollen. So ist es und ja, jetzt natürlich die Frage, wie gehen sie diesmal voran? Wie gehen sie da irgendwer auf den Soldier drauf, damit er vom Highground runterkommt? Denn der hat wieder das Tech-Visor bereit und kann da einfach nur das Magazin komplett durchballern. Aber die verstecken sich an und das ist gut gemacht. Also sehr, sehr schöne Rotation ins Haus herein, damit sie da ein bisschen mehr Zeit gewinnen können. Haben auch bei den Support-Ultimates, das heißt jede Menge Zeit für sie, um auch den Rest zu bekommen. Und da kommt auch die Sound-Barrier. Ne, wurde sogar kombiniert mit Transzendenz, das ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal. Und das wäre die Option für Hurricane, da vielleicht nochmal zu contesten. Ja, vor allem ging dann eine wunderschöne Nade von Bock One einfach rein. Das heißt, die ganze Heal war einfach die Nade und sie müssen sich jetzt schon wieder zurückziehen. Denn die Diva-Bomb kommt zwar jetzt raus und alle von British Hurricane fliehen, aber Insomaniac liegt jetzt auch von der Map nämlich. Und das sorgt dafür, dass British Hurricane die Zeit scheinbar schon wieder gewinnt hier. Also Namlok, der ist wütend und zeigt das auch richtig stark. Ja, mega krass auf jeden Fall von ihm und mal gucken. Der letzte Fight, nur noch 1 Minute und jede Menge Ultimates sind parat. Und zwar der Tech, der Nano-Visor. Und das ist halt eine Combo. Das ist so schwierig gegen anzukommen. Du hast aber gute Möglichkeiten. Du hast die Defense mit Dix und du hast die Saria-Bubbles. Und damit könnte man Duplicate ja volles Rohr einfach nur reinschmeißen. Hauptsache den Soldier, dass er kein anderes Ziel angreifen kann. Aber trotzdem, dann hast du es gerade mal abgewehrt und dir selber keinen Vorteil verschafft. Das ist halt das Eklige. Und jetzt hier Namlok, der kriegt dir den Nano-Boost ab. Also kein Nano-Visor. Das reicht auch aus für Sinker. Der wurde einfach nur zerdroschen unter diesem riesigen Winston-Körper. Und Namlok, der hält da einfach nur linke Maustaste. Der Junge hat ein Leben, ehrlich. Einfach nur W und linke Maustaste. Brutzelt die alle nieder, als würde er hier im Sommer vom Grill stehen. Und damit kann er hier den Punkt clearen. Wunderschön gemacht. Nash braucht nicht mal seine Ultimate. Und damit halten sie hier den ersten Punkt komplett clean. Ja, Insomaniac, da gerade einen neuen Spielmodus erfunden. Lucio-Rennen scheinbar. Ich meine, gab es ja früher schon mal eine Zeit lang. Aber ich glaube, er hat gewonnen. Er hat ihn abgewehrt. Und das war natürlich super clean, muss man einfach sagen. Also die Idee von Kungana war ja gar nicht so schlecht, das Ganze so ein bisschen abzuwarten, in den Gang zurückzuziehen. Aber dass British Hurricane dann einfach aggressiv hinterhergeht, ich glaube, damit haben sie einfach nicht gerechnet. Beziehungsweise waren da vielleicht dann einfach komplett überrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die lassen da gar nichts einbringen. Du hast es, glaube ich, ganz am Anfang des Casts heute schon mal gesagt. Namlok, der spielt sehr, sehr gerne sehr aggressiv. Ja. Und wenn der dann nicht vom Team unterstützt wird, dann kann man das halt gut punishen. Aber in dem Fall wird er halt einfach unfassbar stark von seinem Team supported. Und das sieht man halt genau an diesen Stellen einfach. Ne? Ja, das sieht man. Also wirklich, der hat heute schon so viele Nano-Boosts auch abbekommen, dass halt er einfach dann auch aggressiv reinrennen kann. Und ja, Kungana hat halt keine Mittel dagegen. Also ganz klar, die können da nicht einfach eben den Nano-Boost Winston beseitigen. Die haben da nicht genug Schaden. Das ist nicht deren Ziel, deren Comp. Die versuchen ja auf die Squishies eher drauf zu kommen, aber
Die Option bekommen sie erst gar nicht, weil halt British Hurricane so schnell agiert jedes Mal. Bevor der Fight richtig losgeht, sind sie schon in deren Gesicht und ja, können es einfach nur den ganzen Schaden regnen lassen. Und ja, Kongana hat da echt mit zu beißen. Sie sind natürlich auch ein neues Team, muss man zur Verteidigung sagen, ne? Aber ich denke allgemein für im Hinblick der Contender-Season für British Hurricane, weil natürlich ganz klar Fusion sagt, nach dieser World Cup-Performance ist weg, dann braucht er einen neuen Main-Tank. Auch Yofi kommt jetzt mit dazu. Die hatten halt riesige Schuhe zu füllen, so wie Simon es schon gesagt hat. Und wirklich, also auch diese paar Runden, auch von Runde zu Runde, scheint es halt einfach immer besser zu laufen. Und das macht mir zumindest auch Hoffnung für eine sehr, sehr interessante Contender-Season. Ja, ich meine, sie haben in den Trials schon gezeigt, was sie drauf haben, einfach mit diesem jedes Match gewonnen und jetzt setzt sich das halt fort, obwohl sie eben neue Leute einfach eingebaut haben, beziehungsweise einbauen mussten, weil halt wichtige Positionen gefehlt haben. Jetzt aber natürlich erstmal der Angriff von British Hurricane. Auf der Gegnerseite wartet eine Pharah mit Zinker und auch eine Tracer ist am Start, während die Mercy natürlich schön an der Pharah klebt und da natürlich dafür sorgen soll, dass die nicht stirbt. Und deswegen wird hier auch aggressiv drauf gespielt. Nash, der setzt sich da erstmal auf den Punkt und macht da so ein kleines Tracer-Battle, aber prinzipiell hier noch keine Kills auf beiden Seiten. Doch, da ist der Erste. Da ist der Erste, da ist der Zweite. Und das ist hier der Vorteil. Einmal komplett drüber gerollt mit den drei Tanks. Und der Punkt gehört ihnen richtig, richtig stark. Spielen es weiterhin gut aus. Und ja, scheinen sich da echt Gedanken zu gemacht haben zu dieser Comp. Meine Damen und Herren, British Hurricane mit dem 4:0 gegen Kongana. Ja, und da muss man wohl sagen, das war recht eindeutig. Natürlich kann man jetzt Ausreden suchen und sagen, ja, der Ping ist schuld, ja, die technischen Probleme zwischendurch sind schuld von den Blizzard-Servern, aber letztendlich sieht man hier halt, dass es krassen Unterschied ist. Gerade hier das nochmal im Play of the Game mit Numlock, der da wirklich aggressiv einfach reinspringt mit seinem Team, aggressiv den Angreifer komplett in die defensive Position zwingt und dafür sorgt, dass die da hinten runterspringen müssen. Und das sind halt so Plays, da siehst du halt einfach, wie British Hurricane aufspielen kann, wie sie einfach ihre Plays abreißen können, ohne groß gefragt und gefordert zu werden. Und Kongana, ich glaube, die müssen sich da jetzt nochmal an den Reißtisch setzen, nochmal neu planen und nochmal ihr Play überarbeiten. Denn das könnte schwierig werden, wenn sie weiterhin so agieren. Aber ich wünsche ihnen natürlich für die Zukunft alles Beste. Aber British Hurricane hier dominant, definitiv der Sieger geworden. Ja, ganz klar. Also wirklich, haben da richtig stark aufgefahren, einfach mal richtig schöne Performance.